herzlich willkommen zum schönsten Animal Crossing, das es überhaupt nur gibt, Animal Crossing Amiibo Festival. Ja, das ist mein Ernst. Das ist sehr spontan und es hat seine Gründe. Sagen wir mal so, ich brauche sowieso ein bisschen Material von dem Spiel. Es ist zugegeben ziemlich wenig, was ich da brauche. Eigentlich nur für kurz einen Spieler, aber nun ja, ich dachte mir, wenn ich sowieso schon mal das Spiel wieder anschmeiße, dann kann ich euch doch einfach mal mitnehmen und zeigen, wie toll das Spiel eigentlich wirklich ist. Es wäre halt sogar gelogen zu sagen, es ist das beste Animal Crossing auf der Wii U, weil man kann da theoretisch auch Let's Go to the City spielen, man könnte da theoretisch Wild World spielen, das habe ich ja auch gemacht. Ganz theoretisch kann man auch sagen, man kann in Mario Kart 8 mit dem DLC auch die Animal Crossing Dorfstrecke fahren und das sieht auch schöner aus und macht mehr Spaß als das hier, aber nun ja. Ich glaube, ich kann das Spiel halt ja nicht mal starten ohne ein Amiibo, wie ihr schon seht. Normalerweise steht da meistens so mit beliebiger Taste zum Fortfahren oder sowas. Aber hier muss man wirklich mit einem Amiibo direkt das Ganze hier berühren, weil es sonst gar nicht losgeht. Ich habe jetzt hier alle Amiibo aus Animal Crossing, die ich habe, aufgereiht. Das sind einmal Tom Nook, Melinda, Moritz, KK, Nepp und Schlepp und Resetti. Und ich nehme jetzt auch mal den Resetti und ich drücke den mal hier aufs Gamepad. Da ist er, der Kollege. Signor Resetti, hallo. Ich glaube, ich habe nicht mal alle Minispiele freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und ich habe auch keine Ahnung mehr vom Spiel. Bin ich ehrlich. Ich kann selber nicht rumlaufen oder sowas, aber ich kann mal mit dem Druiden reden. Wähle auf dem Gamepad den Bewohner aus, dessen Namen du übernehmen möchtest oder ändern möchtest. Ach so, ja, ich möchte bitte... Weiß auch gar nicht. Spiele ich jetzt quasi als diese Person? Ich weiß es nicht. So, das bin jetzt mal ich. Ja? So. Nur für den Fall, dass ich mit dem irgendwie spielen muss oder so. So. Was wir hier auf jeden Fall haben, sind ein paar Minispiele. Aber eigentlich geht es ja hier um ein Partyspiel. Es ist im Endeffekt Mario Party für ganz, ganz Arme. Für Leute, die... Eigentlich ist es das Gegenteil, sondern es ist eigentlich Mario Party für Rich Boys und Rich Kids. Weil man braucht Amiibo. Man braucht Amiibo, um zu spielen. Das heißt, wenn man zu zweit spielen möchte, braucht man mindestens zwei Animal Crossing Amiibo. Und das ist fantastisch. So, wir gucken uns natürlich heute hauptsächlich das AC-Brettspiel an, denn das ist der Hauptmodus des Spiels. Sammelt bei einem Spaziergang durch die Stadt Glückspunkte und Sternis. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was hiervon jetzt alles freigeschaltet ist. Wir können mal draufklicken. Der Eichenmann kommt. Ach, schön. Ich glaube, ich habe die doch sogar alle freigeschaltet. Kann das sein? Das sieht so danach aus. Dann würden wir vielleicht alles mal machen. Naja, ich glaube doch, ich habe tatsächlich alles freigeschaltet. Wundert mich, weil das muss man tatsächlich erstmal freischalten, indem man mehrere Partys hier spielt. Und das ist halt nicht besonders spaßig. Auf dem Brett steht übrigens, auf dem Gamepad steht immer ein bisschen mehr. Die Stadt von Animal Crossing dient als Kulisse dieses Brettspiel. Da fehlt ein S. Die Stadt von Animal Crossing dient als Kulisse für dieses Brettspiel. Nee, okay, ich bin blöd. Da steht ein für. Ist schon richtig. Spielt als tierischer Einwohner eure Amiibo-Figur und versucht, so viele Glückspunkte zu sammeln wie möglich. Jeder Monat trumpft mit verschiedenen Ereignissen und Festlichkeiten auf. Spielt mit mehr als zwei Spielern, dann kann jeder außer Spieler 1 mit einem Bewohner spielen. Ah, okay. Hier habe ich noch so einen Button. Was hat der zu sagen? Da war so ein Haus drauf. Ich muss das Spiel selber nochmal richtig kennenlernen. Ich habe es zugegeben nur rudimentär gespielt. Willkommen, hier seid ihr richtig, wenn ihr eure Spielbrettstadt verschönern wollt. Ach, das geht? Was? Ihr könnt neuen Einwohnern Häuser oder öffentliche Einrichtungen für eure Stadt bauen. Um Häuser zu bauen, benötigt ihr Amiibo-Karten. Ah, alles klar. Also hier wieder Pay to Win. Für die öffentlichen... Also es ist nicht Pay to Win, aber Pay to... Customize. Für die öffentlichen Einrichtungen braucht ihr Glückstickets, die ihr im Spiel erhalten könnt. Also, was möchtet ihr machen? Ja, dann hole ich mal kurz mein Album. So ein paar Amiibo-Karten habe ich ja und ich werde nur ein Brettspiel spielen, eine Runde. Deswegen machen wir lieber vorher schon mal das Brett schön. Und das ist jetzt tatsächlich auch neu für mich. Ich möchte ein Haus bauen. Ein neuer Einwohner soll in euer Spielbrett stattziehen? Ja, dann nichts leichter als das. So, wir hatten, also bei dem Spiel liegen, glaube ich, automatisch immer drei Amiibo-Karten auch bei. Zumindest in der Version, die ich gekauft habe. Das sind Bienchen, Barry und Sophie. Ich schätze mal, die sind dann schon standardmäßig hier. Ich würde gern mal die Violette einziehen lassen, glaube ich. Ich muss nur mal gerade gucken, wie ich an die drankomme. So.
Bitteschön. Ihr möchtet Violetta einladen? Tolle Idee. Wählt doch eine durch ein rotes Immunuk-Schild gekennzeichnete Freifläche aus, um zu bauen. Okay, jetzt muss ich mich hier bewegen. Oh Gott. Ich habe hier gerade ein bisschen zu viel Stuff in den Händen. Okay, also das hier ist unser... Das ist unser Dorf, ja. Da werden wir gleich ein bisschen langlaufen. Ersetzen. Ich will nicht ersetzen. Ich würde schon gerne neue Sachen bauen. Hier könnte man ein Haus bauen. Können wir überhaupt mal gucken, wie viele man denn hier bauen kann. Weiß ich nämlich nicht. Und ich weiß auch nicht, die Plätze werden ja wahrscheinlich auch für die öffentlichen Einrichtungen benötigt. Ich glaube, hier kann man gut ein Haus hinbauen, oder? So, das machen wir. Jetzt sagen die mir gleich bestimmt so, nee, nur einmal am Tag darfst du was bauen, das wäre extrem dumm. Als Dankeschön unterstützt Violetta ab jetzt beim Brettspielen. Ja, sehr schön. Alles klar. Einrichtung bauen. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Tickets. Hoffe ich doch mal. So, auf dem Gamepad wird jetzt ein bisschen was angezeigt. Ja, wir haben 15 Tickets. Ich könnte ein Blumenbeet bauen, einen Obstgarten, einen Lotusteich, eine Waldlichtung, eine Bushaltestelle, eine Feuerstelle. Es ist alles richtig cool. Das ist richtig cool gemacht. Oh, die Brunnenanlage ist schön. Die will ich haben. Hat so ein bisschen was Heiratsmäßiges. Freiflächen sind übrigens durch grüne Immunuk-Schilder gekennzeichnet. Ah, okay. Okay, also da, wo rot ist, können wir tatsächlich sämtliche Sachen bauen. Also Häuser. Okay, ich glaube, hier oben wäre sogar mit am besten. Wobei man da auch noch gut irgendwie eine andere Sache hinbauen. Ich guck mal. Ich guck mich mal ein bisschen um hier. Die Map ist nicht allzu groß, aber sie ist ungefähr... Ja, es kommt schon gut an so eine Wild-World-Stadt ran, würde ich sagen. Hier hätten wir noch Platz. Also ich glaube, ich würde es schon gerne im Norden haben. Geht dann auch so ein bisschen... Oder hier? Hier? Zeig mal bitte. Sähe dann so aus. Nee, nee. Woanders bauen. Ich glaube, das muss doch schon in den Norden. Dann passt es so ein bisschen mit meiner Colorado-Stadt, mit meiner New Leaf-Stadt damals, die ich gebaut habe, wenn ich das hier hinbaue. Ah, das sieht aber so unpompös aus. Aber ich finde das unglaublich schön gestaltet. Hier vielleicht? Auch das finde ich eigentlich schön mit der Bank daneben. Ja, mach mal. Sieht schön aus. Und es ist der New Leaf Sound. Schön. Das kannte ich noch gar nicht, ey. Das kannte ich noch gar nicht. Und man kann so viele bauen, wie man möchte, wenn man Tickets hat. Man hat noch ein Café, eine Polizeiwache, einen Campingplatz, ein Freiluftkino. Das ist ja episch. Wie viele coole Sachen es hier einfach gibt. Ich kann die euch leider nicht zeigen, weil die halt auf dem Gamepad sind, aber... Das Schwimmbad will ich auf jeden Fall auch bauen. Gucken wir mal, das bauen wir am besten einfach direkt auch hier tatsächlich an den Strand. Da war doch, glaube ich, noch eine Freifläche, ne, hier. Zack, sieht doch toll aus. Das sieht so voll cool aus, hat ein bisschen was von Pocket Camp. Kann aber auch einfach daran liegen, dass man jetzt... Es sind ja im Endeffekt dieselben Items, wie man sie auch in New Leaf oder sowas hat. Ach, hier hat sich jetzt was verändert dadurch. Nach dem Bau dieser Einrichtung wurde in eurer Spielbrettstadt eine neue Straße eingeweiht. Das ist ja cool. Man kann hier... Ich mag das Spiel gerade in dem Modus mag ich das Spiel gerade ein bisschen. Aber das Ding ist natürlich, man muss, um diese Tickets zu gewinnen, glaube ich, immer spielen. Also hier dieses Brettspiel. Ich glaube, da kann man jetzt auch nicht irgendwie durch die Minispiele was gewinnen, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube... Es ist so. Ah, oh, Dekobeleuchtung, da hat man ja auch nochmal. Ein Rosengarten, ein Barockgarten... Fernostgarten, Märchengarten, und die sehen alle schön aus. Freiluftbistro. Also ich will auf jeden Fall das Freiluftkino noch haben, weil das sieht extremst cool aus. Warum nicht hier direkt neben dem Platz? Machen wir. Wahrscheinlich gibt es dann halt auch entsprechende Events, die dadurch ausgelöst werden können. Und jetzt ja gerade, es wurde auch eine neue Straße tatsächlich ganz hinzugefügt. Das meine ich jetzt nicht so. Eine Waldlichtung will ich noch haben. Ich glaube, die baue ich dann hier oben hin. Ja, das sieht doch gut aus. Und die Hasen jagen sich gerade. Eieieiei. Nun, bauen wir hier. Sieht doch nett aus. Und ich habe dann noch genau 3 Tickets für eine weitere Verschönerung. Das machen wir noch. Und dann baue ich, glaube ich, noch ein Haus. Und dann können wir auch mal wirklich spielen. Auch wenn das hier deutlich mehr Spaß macht, um ehrlich zu sein. Okay, ja, ich kann jetzt zum Beispiel kein Café leider mehr bauen. Das ist natürlich schade, aber können wir eventuell danach, nach der Runde. So, ein Freiluftbistro. Hier?
Ja, warum nicht? Sieht doch schön aus, auch so neben dem Teich und so. Ja, fantastisch. So, dann gucke ich nochmal kurz durch meine Karte. Wo war denn jetzt die Violetta eigentlich drin? Ich glaube, hier. Ja. Lasst mich mal durchschauen. Ich glaube, um ein bisschen Connection zu schaffen, laden wir noch Natascha ein und ich hätte gerne noch Cleo. Ich glaube, die beiden lasse ich noch einziehen. Ich habe ja wirklich nicht viele Amiibo-Karten, also es sind trotzdem schon so 20, 25 Stück, aber trotzdem nicht wirklich viel, wenn man sieht, wie viele es gibt. So, wir laden erstmal Natascha ein. So. Jawohl. Ich steck sie wieder zurück. Er hat auch schon ein bisschen was von diesen eine Stunde In-Videos, die der Max und der Leon zum Beispiel machen. Auch wenn ich eigentlich nicht vorhatte, hier eine Stunde zu spielen, aber... Ja, das ist ja kacke. Ich will die Bank ja da lassen. Nee. Ich glaube, den Platz ersetze ich nicht. Der sieht zu schön aus eigentlich. Ich hatte eigentlich nicht vor, eine ganze Stunde zu spielen, aber... Sagen wir mal so... Durch diese ganze Umgestaltung, die ich hier gerade mache, wird es wahrscheinlich so lange. Ich hoffe, ich habe überhaupt zwei Plätze, wo ich ja wirklich bauen möchte, ohne dass das kacke aussieht. Weil irgendwie habe ich gerade nicht das Gefühl, dass es so sein wird. Nee, das sieht ja doof aus. Das sieht ja doof aus. Also bin ich nicht mit begeistert, nicht mit einverstanden. Das hier ist, das ist cool. Das sah gut aus, ne? Hier könnte auch noch gut aussehen. Ja, das nehmen wir auch noch, komm. Und dann gucken wir mal, ob wir noch Platz überhaupt für Cleo haben oder nicht. So, haben wir ein bisschen Novenia viel. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen Colorado viel mit Cleo. Lustigerweise habe ich tatsächlich auch beide über diese Amiibo-Karten eingescannt, also geholt damals, indem ich die Amiibo-Karten eingescannt habe, in die entsprechenden Städte. Also wirklich nur, wenn jetzt wirklich noch gut Platz ist, wo ich denke so, ach ja, das sieht aber bestimmt schön aus. Sonst würde ich das lassen. Na, ich glaube, ich muss es lassen. Weil hier ist auch irgendwie, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Man kann natürlich auch einfach Häuser ersetzen. Wer wohnt denn da? Barry zieht in eine andere Stadt. Nee, das will ich nicht. Ich weiß nicht, wer hier überhaupt wohnt. Das muss ich halt mal gucken. Aber wahrscheinlich sind es dann eben Sophie, Bienchen und Barry, ne? Anderswo. Nee, ich glaube, dann müssen wir es wirklich lassen. Oder wir lassen sie halt wirklich hier einziehen. Aber ich finde die Bäume da eigentlich so schön an der Stelle. Nö. Nicht um jeden Preis. Dann nicht. Dann nicht. Nicht bauen. So. Festivalplatz. Da können wir auch noch was machen. Schaut doch mal vorbei, wenn ihr... Ach so, da komme ich zurück. Stimmt. Das ist mit Festivalplatz gemeint. Ich dachte, das wäre hier der Lebensbaumbereich quasi. So. Dann würde ich sagen, starten wir mal das AC-Brettspiel. Und jetzt ist die Sache, wir können uns jetzt halt wirklich einen Monat aussuchen, wo wir was machen. Und eigentlich sollte man halt schon Monate nehmen, wo dann halt viel los ist. Und da bietet sich meistens dann wahrscheinlich der Dezember am besten an. Nee, eigentlich nicht. Darf ich nicht selber irgendwie... Wie wähle ich denn den Monat? Hä? Ach so, auf dem Gamepad. Ja, wo auch sonst. So, im Februar gäbe es ein Angelturnier, den Valentinstag und Karneval. Im März gäbe es den St. Patrick's Day und auch wieder ein Angelturnier. Oh, im April. Da gibt es den 1. April ein Angelturnier, Ostern, den Umwelttag, was weiß ich, und irgendeinen Glückstag. Tag des Jätens, Tag der Natur. Hört sich auch spannend an. Hier haben wir Muttertag, Vatertag und ein Angelturnier. Hier haben wir das Insektikus-Turnier und Midsommar. Hier haben wir nur ein Insektikus-Turnier, hier haben wir nur ein Insektikus-Turnier. Das sind halt so langweilige Monate, wo man nicht spielen sollte. Wir haben die Nacht des Herbstmondes. Wir haben Halloween. Hier haben wir zweimal Herbstfest, also Vorabend und einmal Herbstfest. Und hier im Dezember haben wir halt den Tugendtag, ein Angelturnier, Mitwinter, Spielzeugtag und Silvester. Also das ist halt eigentlich der vollste Monat. Und ich würde sagen, da wir auch Winter haben, spielen wir jetzt mal im Dezember. Wobei ich dann auch gerne noch mal im Sommer spielen würde, ehrlich gesagt. Ja, gucken wir einfach mal. Ich spiele jetzt erstmal im Winter. So. Ich bin alleine. Aus guten Gründen.
Theoretisch hätte ich auch mit Virginia ein Together machen können, aber ich habe es genau zweimal mit ihr gespielt. Beim ersten Mal dachte sie so, ach ja, ist ja eigentlich ganz okay, ganz nett. Und beim zweiten Mal hat sie dann überhaupt keinen Bock mehr gehabt und seitdem möchte sie dieses Spiel nie wieder sehen, was ich verstehen kann. Mir geht's da nicht anders, weil es ist kackenlangweilig ab der zweiten Runde. Aber ja, deswegen bin ich jetzt allein. Man möchte niemanden dazu zwingen, dieses Spiel mitzuspielen. Spielt man allein, so schließen sich dem Spiel 3 Bewohner für eine 4-Spieler-Partie an. Ist das in Ordnung? Ja. So, ich möchte Resetti bleiben. Ja, okay. Ich hab doch schon berührt. Ist diese Auswahl richtig? Ja, machen wir. Reihenfolge wird festgelegt und wir werden woanders hin verfrachtet, in die Stadt. Wo es dann jetzt richtig losgeht. Ich finde, Resetti passt irgendwie ein bisschen zum Spiel, weil ich sehe das ja auch eher kritisch und mürrisch und irgendwie hat ein bisschen Resetti-Vibes. Ach ja. So ein unglaublich tolles Spiel, ne? Man kann halt wirklich nicht sagen, es ist halt wirklich knuffig gemacht, aber es ist halt einfach auf Dauer unglaublich langweilig. Ihr werdet sehen, was ich meine. Es hält sich hier vielleicht noch im Rahmen, weil wir eben auch jetzt einen Monat gewählt haben, wo es wirklich Events gibt. Aber wenn man einen Monat nimmt, wo nichts an Events los ist, dann ist das ein relativ unspektakuläres Spiel. Hallihallo, ich freue mich total dolle, dass ihr hier seid. Ich bin übrigens Barry und euer heutiger Spielleiter, Brumm. Also, kennt ihr schon alle unsere Spielregeln? Leider nicht. Echt, Brumm? Oh, dann werde ich euch unter die Arme greifen, wenn es kompliziert wird. Verlasst euch auf mich. Oh, und eins noch. Bei 4 Spielern dauert eine Partie ungefähr 1 Stunde und 15 Minuten. Wie hört sich das an? Viel zu lang. Wenn euch das zu ungenau ist, kann ich auch gerne ein Zeitlimit für euch setzen, Brumm. Ja, bitte. Oh, fein. Wie lange würdet ihr denn gerne spielen? Ja, leider geht's nicht weiter nach unten. Also sagen wir mal 30 Minuten. Super, 30 Minuten sind fein, Brumm. Ich melde mich dann wieder. Wunderbärchen, dann kann das Spiel ja gleich anfangen. Habt ganz viel Spaß und lasst euch keine Glückspunkte entgehen. Ja, das Ding ist, jetzt werden wir wahrscheinlich gar nicht den ganzen Monat halt sehen können. Aber gut. Vielleicht geht's ja auch schnell. Ich mag auch die Musik. Für 5 Minuten. Resetti ist dran. So, ich muss jetzt mit meiner Amiibo berühren, damit er würfelt, ne? Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird eine Zahl gewürfelt, die auf der Amiibo-Karte abgebildet ist. Ach so. Ah, nee. Setzt eine Amiibo-Karte an, bekommt ihr jedoch keine Glückspunkte fürs Würfeln. Ah, lustig. Okay, so. Wir haben eine 5 gewürfelt. Jetzt können wir uns, glaube ich, auswählen, in welche Richtung wir gehen, ne? So, hier sehen wir wie bei Mario Party auch, auf welchen Feldern wir landen. Und die Sache ist jetzt, das Wichtigste im Spiel sind diese Glückspunkte, diese Noten. Und das Geld ist auch wichtig, das wird aber später dann in Glückspunkte quasi umgewandelt. Ich glaube, 1000 gibt einen Punkt oder sowas. Und entsprechend ist es halt schon am wichtigsten, eigentlich auf die Glückspunktfelder zu kommen. Aber, und das ist auch ganz wichtig, man sollte schon gucken, dass man die Gyroiden alle abklappert. Deswegen ist der Weg vielleicht gar nicht mal so der cleverste, aber ich nehme den jetzt mal. Und was hier halt passiert, sind immer so Ereignisse quasi. Du hast einen kostenlosen Online-Kurs absolviert, um positiver durchs Leben zu gehen. Seitdem bist du immer nur gut gelaunt. Ja, ich weiß ja nicht, ob das funktioniert bei Resetti, aber gut. So, jetzt ist Bewohner G dran. Dann würfel mal. Das kann man auch, glaube ich, nicht skippen, ne? Du hast hart gearbeitet und einige Sternis gespart. Die gesparten Sternis haben dir Zinsen gebracht und ein Geschenk obendrauf. Ein Taschentuch wahrscheinlich. Die hat aber schon deutlich mehr Glückspunkte bekommen als ich, der auf ein dediziertes Glücksfeld gekommen ist. Das ist ein bisschen frech. Also natürlich, es gibt reine Sternifelder und es gibt reine Glücksfelder und es gibt eben was, wo beides passiert. Und jetzt treffe ich hier Bewohner, ich weiß gar nicht, welchen Buchstaben sie hat. Du begegnest Resetti, der in dieselbe Richtung muss wie du. Die nette Begleitung versüßt euch den Tag. Genau, das ist cool. Wenn zwei Personen sich treffen, bekommen sie beide quasi das, was auf dem entsprechenden Feld steht. Oder vielleicht immer Glück, ich weiß es nicht. Aber es war jetzt halt ein Glücksfeld und wir haben beide Glück bekommen, also. Naja. So, er geht nach rechts. Du hast dich im Schönheitssalon als Modell zur Verfügung gestellt. Du siehst genauso aus wie vorher, aber immerhin gab es Sternis. Uff. Da ist wohl nichts zu machen. Samstag. Die Wochentage haben übrigens tatsächlich auch eine Bedeutung, die wir dann noch kennenlernen werden. Also ich muss wirklich immer mein Amiibo draufstellen, um zu würfeln. Auch ein bisschen dumm. Wenn man mit mehreren Spielern muss man das Gamepad hin und her reichen. Du hast ein paar reife Früchte vom Baum geschüttelt. Das gibt leckeren Saft. Ich habe auf jeden Fall schon viel Glück. Das ist gut. Ja, was hier hauptsächlich so ein Ding ist, ist der Rübenmarkt.
den wir gleich kennenlernen werden, rausfinden werden. Also es ist halt nicht das klassische Mario Party auf keinen Fall, aber es ist halt so also brettspielmäßig aufgebaut und naja. Ich habe zwei Heldinnenhelme geschenkt bekommen. Einen behalte ich, den anderen habe ich in der Fundgrube verkauft. Ja, und da sehen wir auch schon direkt, Violetta ist jetzt Teil des Spiels quasi geworden. Die wir ja gerade erst selber hinzugefügt haben. Sophie ist ja auch schon am Start, die ja ursprünglich schon hier gewohnt hat. Und dieses Brett sehen wir halt ausschließlich. Es gibt keine anderen Bretter, aber wir können es eben customizen. Du hast auf deinem Blog einen neuen Artikel veröffentlicht, der von ganz vielen Leuten gelesen und kommentiert wird. Super. Ja, passiert bei mir irgendwie nicht. Nicht, dass ich den wirklich pflege. Ach ja, ich mag auch eigentlich diese kleinen Geschichten hier, aber auf Dauer wird es halt wirklich sehr monoton. Ihr jammert zu zweit am Fluss. Nee, ihr jammt zusammen am Fluss, als eine Passantin euch einige Sternis zusteckt. Dabei habt ihr doch nur geübt. Ach, schön. Wir haben da gejammert, weil wir keinen Fisch gefangen haben. Die erste Woche ist doch schon fast rumbrum. Nächste Woche öffnet der Rübenmarkt seine Pforten. Das ist eure Chance, Sternis zu verdienen. Genau, das heißt, wir können sie jetzt kaufen. Richtig? Weil es ist Sonntag. Ja, alles klar. Und das ist die eigentliche Mechanik des Brettspiels hier. Ja, aus dem Weg, meine kleinen Radieschen. Sigrid, eure liebste Wildschweindame, ist da. Ich verkaufe jeden Sonntag seinen. Wie lange ist das jetzt her? Na, mindestens 60 Jahre. Ja, seitdem verkaufe ich hier Rüben. Ich habe ein kleines Willkommensgeschenk für euch. Die Rüben habe ich euch schon von Huf gezogen. Was? Kannst auch nicht altdeutsch, wär nett. Man kann Rüben an Werktagen veräußern. Der Preis hängt von dem Feld ab, auf dem man landet. Rüben verkauft man am besten auf den Feldern mit dem höchsten Preis, aber das könnt ihr euch ja denken. Und hier noch eine kleine Warnung. Rüben verderben nach einer Woche, genau eine. Samstag ist also Stichtag. Habe ich euch das Rübengeschäft schmackhaft gemacht? Eine Rübe kostet euch nur 84 Sternis. Das ist wirklich wenig. Allerdings verkaufe ich Rüben nur im 10er-Bund. Bestellen könnt ihr über das Gamepad. So, und das machen wir dann jetzt auch entsprechend mal. Und ich baller mal alles Geld raus, was ich habe. Damit können wir genau 20 Rüben kaufen. Wow. So. Ich glaube, man braucht anderweitig kein Geld. Wüsste ich zumindest nicht. Deswegen kann man eigentlich immer schön sein Geld verbuttern. Ja, schönen Dank für das Rübengeschäft. Und jetzt alle schön drauf weiterspielen. Ich meine, klar, wenn man jetzt halt Verlust macht, dann hat man alles, was man ausgegeben hat, halt verloren. Es ist halt schon so, aber naja. Ich kann ja auch Emotes machen. Was? Naja, ist jetzt nicht wirklich unterhaltsam. Auf Dauer. So, wir bekommen Geld. Du bist der 10. Kunde in Schlepp und Neps Laden. Das sieht falsch rum aus so. Herzlichen Glückwunsch, dafür bekommst du 10 Sternis. Wow. Die sind aber richtig... richtig gönnerisch unterwegs hier. Was ist eigentlich mit dem Rübenmarkt? Achso, ist ja noch Sonntag. Sorry. Ist ja noch Sonntag. Stimmt. Alles klar. Ja, ich bin gespannt, wie weit wir kommen in dem Zeitlimit von einer halben Stunde. Wie heißt es so schön? Morgenstund hat Gold im Mund. Oder in diesem Falle 300 Sternis. Die findet einfach so 300 Sternis, weißt du? Und ich bekomme 10 dafür, dass ich der x-te Kunde bin. Was soll das? Das ist frech. Aber es ist ein Glücksspiel. Natürlich. Okay, da kommt das Spiel gerade nicht drauf klar, was passiert. Du hast dir im Musterdorf Häuser angesehen. In diesen Häusern müssen glückliche Leute wohnen. Der Gedanke daran erfreut dich. Naja, das ist nicht unbedingt. Materielles ist nicht alles. Im Fall von Glückseligkeit wahrscheinlich sogar verhältnismäßig wenig. Um Glück mit den Finanzen zu haben, stellst du ein Sparschwein auf. Reflexartig wirft jeder, der vorbeikommt, etwas hinein. Es klappt! Ja, ein Sterni, weil mehr kann man in Animal Crossing nicht reinschmeißen. Auch nicht in so einer lustigen Spendenbox, die es in New Horizons gibt seit 2.0. Huhu, Leute, heute macht der Rübenmarkt endlich auf. Wir sind nicht in Professor Layton. Die Sterni-Summe, die ihr pro Rübe bekommt, hängt vom Feld ab. Vergesst nur nicht, dass Rüben auch eine Woche halten, nur so, ne? Hoppla, die Rübenpreisprognose der Woche wird jeden Montag veröffentlicht. Passt also gut auf. Die bleiben stabil. Schön. Als gibt's stabil, schwankend und so weiter. Und es gibt stabil, schwanken und zufällig. So. Ich glaube, die gibt es nur. Diese Woche scheinen die Rübenpreise eher stabil zu sein, Brumm. Man kann Rüben auf allen Feldern zu einem vernünftigen Preis verkaufen, ohne Angst vor Verlusten. Sonst ändern die nämlich auch teilweise täglich, wenn es schwankend ist, ne?
So, und wir können jetzt natürlich uns mal ein bisschen umgucken und gucken, was denn die größten Preise wären. Und ich glaube, der größte Preis, den ich hier gerade sehe, sind diese 148. Das heißt, zu den Preisen, oder wobei nicht hier die eigentlich, aber ich glaube, ich kann gar nicht nach unten laufen, oder? Doch, ich kann nach unten laufen, ich dürfte das. Dann würde ich doch mal sagen, würde ich am liebsten nach da unten kommen. Mit 2? Das ist leider noch nicht das Feld, was ich brauche, ne? Doch, ja, perfekt. Dann geht's nach unten, aber safe. Flip hat dich gebeten, etwas an einem anderen Bahnhof zu bringen. Er hat dir deine Fahrkarte und eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Sehr schön. So, kann ich jetzt verkaufen oder wie läuft das? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, genau. Möchtest du deine Rüben zum Stückpreis von 174 Sternis verkaufen? Ja, bitte. So, und da kann ich jetzt auf dem Gamepad eingeben, wie viele. Ich möchte alle verkaufen. Damit habe ich 5220 Gewinn gemacht. Sehr schön. Höher wird es, glaube ich, also krass viel höher wird es, glaube ich, mit stabilen Preisen noch nicht. Ihr seht da vereinzelt ein paar Felder, so 192 oder 182 zum Beispiel, aber naja. Du nimmst einen Job in einem gemütlichen Freiluftbistro an. Das sind leicht verdiente Sternis, doch vom vielen Stehen wirst du müde. Ja, auch das haben wir ja neulich gebaut. Sie verkauft zum Beispiel noch nicht. Kostet natürlich immer ein bisschen Zeit jetzt, den Dialog dann zu gucken, wenn die Leute nicht verkaufen. Aber mit die wichtigste Sache ist halt eigentlich wirklich, dass man alle Gyroiden abklappert. Das sollte man nicht unterschätzen. Da bekommt man nämlich, wie man jetzt hier sieht, so einen Stempel. Und wenn man alle Stempel hat, gibt es immer so einen Bonus. Und man bekommt dann von jedem sowieso so einen Glücksbonus von 5. Also sollte man seine Wege auch so ein bisschen danach richten, dass man an allen Ecken vorbeikommt. Und wir sind jetzt halt gerade nach unten links gestartet. Also müssten wir jetzt halt wirklich einmal so die Runde laufen. Also sie könnte für 145 verkaufen, macht sie aber auch nicht. Ganz schön gierig. Konnten sich ja teilweise sogar mehr leisten als wir, ne? Mit 30 Rüben. Wir hatten ja nur 20. Du hast halt im Wintermarkt einen am Festplatz viele Sachen verkaufen können. Was du dir vom Gewinn wohl alles leisten wirst? Wenn man auf dem Festplatz Sachen aufstellen könnte, Mensch, das wäre cool. Muss ja nochmal sagen, ne, das ist jetzt hier alles im Endeffekt an New Leaf angelehnt, weil es gab New Horizons zu dem Zeitpunkt noch nicht und es gab generell noch nicht Pocket Cam und sowas. Wie gemein, der Rübenmarkt macht heute gar nicht erst auf. Oh, jetzt müssen wir alle bis morgen warten, um unsere Rüben zu verkaufen. Ah, das ist gemein. Wusste ich gar nicht, dass es sowas auch gab. Ja. Ist natürlich jetzt mies, wenn ich jetzt quasi eine 1 würfeln würde und noch nicht verkauft hätte. Dann könnte ich gar nicht verkaufen. Ganz schön assi. Also ja, man sieht, Luck-based und das Spiel greift ganz gerne mal ein. So, das ist eine 6, glaube ich, ne? Ja, das ist super, weil ich muss halt langsam mal Meter machen. Wir müssen jetzt zwangsläufig... Wo geht's denn nach unten lang, hä? Ach so, da machen wir wieder die Runde. Nee. Ich muss auf jeden Fall, unabhängig davon, was da unten jetzt wäre. Ja, guck mal, da hätten wir halt auf jeden Fall beides, also Glück und Sternis. Aber ich muss nach oben. Ich muss die Runde vervollständigen. Das schaffen wir sonst nicht. Die Ausstellung der blauen Rosen, die endlich blühten, war so toll, dass du gerne ein paar Sternis gespendet hast. Ja. Wir haben ja ein bisschen was gewonnen durch die Preise, durch die Rüben. Das ist ja in Ordnung. Ich glaube, ich schaffe das mit den 20 Minuten generell nicht einmal rumzukommen, aber nun gut, versuchen wir es. Im Sommer haben wir die Insel ja quasi auch vorhin schon mal ein bisschen gesehen, ne? Du hast gehört, dass sich in Steinen Mineralien verbergen, du bist also mit einer Schaufel losgezogen, jetzt tun dir die Hände weh. Oh nein. Ich hätte halt schon Bock, Weihnachten zu sehen, ehrlich gesagt. Ich hoffe, wir kommen so weit. Ah, da hätte man jetzt gut verkaufen können, ne? Nach dem Hausputz bist du völlig erschöpft. Zu einem Überfluss wird jetzt auch noch eine Gebühr für die Sperrmüllentsorgung fällig. Oh nein. Oh, jetzt ist sie sogar schon im Negativen. Uiuiuiui. Und das gibt's... Nee, das war, glaube ich, nee. Ach so, doch. Habt ihr... Ja, danke, dass du so schnell geskippt hast, Bewohnerin. Habt ihr Schulden, wird das offenbar jetzt hier so... auf euch... wird sich das auf eure... Glücklichkeit auswirken. Also ihr hat jetzt dadurch minus 1 nochmal bekommen. Okay. Gut zu wissen. Ihr wolltet auf dem Festplatz spielen, aber konntet euch nicht auf ein Spiel einigen. So verging die Zeit. Oh nein. Den Quietscher haben wir aber auch immer noch in Animal Crossing New Leaf. Tugendtag. Let's go. Ich sagte, let's go. Es passiert gar nichts. Alles klar. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie nochmal Melinda und sagt so, ey, guck mal, XY. Aber man kann theoretisch auch mit Melinda spielen. Deswegen ist das so wahrscheinlich nicht. Aber Barry hätte was sagen können, theoretisch. Du verbringst den Tugendtag zusammen mit deinen Freunden in einem wohlig warmen Zimmer. Schön. Ach, die bekommen jetzt alle plus 5. Das ist nicht schön. Nur ich wollte die haben. Kann ich nicht andere Freunde haben? Dreist. Ich will anderen nichts Gutes tun. Das sind meine Konkurrenten. Okay, da will ich aber jetzt verkaufen, Mädel.
Du wurdest im Club Karlauer als Hausmeisterin angeheuert. In deiner Pause hast du auf der Bühne heimlich ein paar Witze geprobt. Wahrscheinlich besser als der originale Witze-Raushauer da. Und oh mein Gott, die hat jetzt aber schon ordentlich hier profitiert. Beziehungsweise insgesamt hat die schon sehr viel Geld jetzt. Wird zu einer gefährlichen Konkurrenz. Du singst auf einer Parkbank deine Version von King KK, als plötzlich der Meister persönlich vorbeikommt und dir zujubelt. Das ist cool. Sowas ist cool. Pebbles läuft hier gerade unten rum. So, Bewohner C ist dran. Gib Gas, wir haben schon fast die Hälfte rum. Es war ein Fehler, eine halbe Stunde einzustellen, ehrlich gesagt. Es war ein Fehler, es war ein großer Fehler. Ich würde es gerne revidieren. Endlich ist Tugendtag, du hast nicht nur Süßigkeiten, sondern sogar ein paar Sternis bekommen. Ja, und ich? Ich krieg am Tugendtag nix, oder was? Oh, ich muss mein Wii U Gamepad mal langsam einstecken. Ich habe natürlich schon das Kabel vorbereitet, weil es ist die Wii U. Machen wir uns nichts vor. Samsel ist zu Besuch. Ja, die Bewohner kommen auch hin und wieder, diese Besucher. Hallo, hier spricht euer Lieblingsspaßvogel Dr. Samsel. Nicht, dass ich ein Vogel wäre. Wenn ihr heute auf einem grünen Feld landet, seht ihr einen meiner urkomischen Sketze. Ja, die kennt ihr alle schon. Ja, das wollte ich doch bestimmt noch mal sehen, oder? Ihr so. Dann gebe ich euch auch eine Karte dafür. Ihr haltet eine Karte, wenn ihr auf einem Dr. Samsel-Feld landet. Unterhaltung auf höchstem Niveau. Ja, das sind so ein bisschen, glaube ich, die Items, die man hier so haben kann. Also zum Beispiel die Bonbons aus Mario Party 8. Mario Party 8 ist es doch. Oder ich weiß gar nicht, was gibt's sonst so jetzt hier, diese Sachen, die man sich halt im Shop kaufen kann in den modernen Switch-Teilen. Und wir sind fast beim ersten Stempel angelangt, oh Gott. Du wolltest Schuhe in Schuhwärts schicke Schuhe zurückbringen. Ein anderer Kunde wollte genau die gleichen Schuhe. Problem gelöst. Nett.